mir die vier an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Amen. Herzlich willkommen zu dieser ökumenischen Feier in der Fastenzeit. Lia Anderfuhren von Seewisdorf und ich haben den Gottesdienst gemeinsam vorbereitet. Begrüßen möchten wir Sie alle, die heute da sind, aber auch die, die uns von zu Hause aus mitverfolgen. Wenn unsere Gedanken zurzeit wahrscheinlich bei einem anderen Thema sind, so möchten wir uns heute mit der Kampagne vom Fastenopfer auseinandersetzen. Saatgut oder Pflanzensamen stellen die Grundlagen von fast allem Leben dar. Sie stehen im Zentrum der ökumenischen Kampagne 2020. Aus Saatgut wächst der Weizen für unser Brot, keimt unser Gemüse und auch der Apfelbaum, von dem unsere Äpfel kommen, erwächst aus einem einzigen Samen. Über 70% der Nahrungsmittel werden weltweit von kleinbäuerlichen Betrieben produziert und nicht von der Agrarindustrie. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ernähren also die Mehrheit der Weltbevölkerung. Um das sicherzustellen, brauchen die Bäuerinnen und Bauern jedoch den Zugang zu ihren Ressourcen und Kontrolle darüber. Dazu gehört auch das lokale Saatgut, das Kleinbauern anbauen. Kleinbäuerliche Landwirtschaft mit lokalem Saatgut ist nachhaltig und besser an die regionalen klimatischen Bedingungen angepasst. Sie kann eine wichtige Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels sein. Darum lautet der Slogan der ökumenischen Kampagne 2020: Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Wir stimmen uns ein mit einem Lied bei D9, die Erde ist schön. Thank you.
Platz nehmen. Das da vorne auf dem Plakat, das ist der Miguel. Weil er noch klein ist, nennt man ihn Miguelito. Er wohnt im Hochland von Guatemala und hat zum ersten Mal eigenen Mais gezogen. Wir werden im Verlauf des Gottesdienst immer wieder etwas aus seinem Leben erfahren. Klein, gelb und hart ist es, das Maiskorn in meiner Hand. Wir können Mais mahlen und aus dem Mehl Tortillas backen. Wir können Maiskörner erhitzen, bis sie aufplatzen und zu Popcorn werden. Wir danken dir, Gott, für den Mais und für alle anderen Pflanzen, die unseren Hunger stillen. Klein, gelb und hart ist es, das Maiskorn in meiner Hand. Ich kann es in die Erde drücken und mit Wasser begießen. Plötzlich beginnt es zu sprießen. Wenn ich den zarten Blättern Sorge trage, kann ich am Ende des Sommers Maiskolben ernten. Ein Wunder! Mein kleines Maiskorn kann sich in eine Maispflanze verwandeln, kann sich wunderbar vermehren. Wir danken dir, Gott, für den Kreislauf von Säen und Ernten. Klein, gelb und hart ist es, das Maiskorn in meiner Hand. Es lässt sich verwandeln in Nahrung oder in eine neue Pflanze. Gott, lass uns wie Maiskörner sein. Verwandle uns, erneuere uns. Der Miguelito ist früh aufgestanden. Er liebt es, wenn die Vögel zwitschern, wenn der Wind durch die Bäume streicht, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Hof in ein freundliches Licht tauchen. Der Miguelito ist in seinem Garten. Er gießt Bohnenstuden. Seine Eltern haben ihm zum letzten Geburtstag ein eigenes Gartenstück geschenkt. Schon als Kind war er immer gerne im Garten. Er hat geholfen, wo er nur hätte können. Jetzt vor ein paar Tagen hat er seine ersten eigenen Maiskolben geerntet. Gelbe, orange und fast rote Körner. Diese Sorte gefällt ihm besonders gut. Nachdem er die Kolben ein paar Tage trocknen lassen, hat er sie in einen Sack gefüllt. Er darf nämlich heute mit seiner Mutter auf den Markt und zum ersten Mal seine eigenen Maiskolben verkaufen. Miguelito, komm, wir müssen los, ruft seine Mutter Anna. In ihrem Tragtuch hat sie alles verstaut, was es für ein Kohlenfeuer braucht. Außerdem stehen noch zwei Taschen mit Frucht und Gemüse bereit. Etwa eine halbe Stunde brauchen sie, bis sie im Tal ankommen. Von dort fahren sie mit einem Kleinbus ins nächste Städtli. Das ist 12 Kilometer entfernt. Auf dem Marktplatz ist schon einiges los. Anna und Miguelito richten sich ein, wie immer bei den grossen Kirchensteigen. Wenn die Einheimischen und Touristen bei ihnen dann einkaufen, dann setzen sie sich nachher auf die Kirchentreppe und geniessen ihre frisch gerösteten Maiskolben. Anna zündet das Holz im Topf an. Nach einer halben Stunde ist die Glut genug heiß. Der Miguelito bestreicht die Maiskolben mit Öl und legt sie auf den Grill. Der Miguelito schichtet geschickt seine Maiskolben auf. Hola, Miguelito, ruft es plötzlich.
Seine Lehrerin kommt vorbei. Er hat sie gern. Ja, dann ist es jetzt also so weit, sagt sie. Deine ersten eigenen Maiskolben. Zeig mal. Der Miguelito nimmt den besonders schönen Maiskolben in die Hand. Er ist wunderschön gemustert in allen Farben. Gratuliere, sagt sie. Mit deinem Talent wird mal ein grosser Maiszüchter aus dir. Sie züchtet ihr Handy und macht ein Foto von Miguelito und seinem Maiskolben. Das sehen wir hier auf dem Plakat. Miguelito mit dem grünen Daumen, meint sie und zwinkert ihm zu. Miguelito strahlt und ist schon ein bisschen stolz. Es gibt Bedingungen, die alles wird der Maiskolben sind im Nu verkauft. Am frühen Nachmittag wird es ein bisschen ruhiger auf dem Marktplatz. Erzählst du mir eine Geschichte? Fragt Miguelito seine Mutter. Das tut Anna gern. Ganz früh gab es nur den Himmel und das Meer. Aber die Götter vermissten jemanden, der sie anbetete. Deshalb beschlossen sie, Lebewesen zu erschaffen und errichteten für sie zwischen Himmel und Meer einen trockenen Platz, die Erde. Zu Beginn erschufen die Götter Tiere, doch bald bemerkten sie, dass diese sie nicht anbeteten. Schließlich konnten sie nicht sprechen. Deshalb formten sie aus Schlamm einen Menschen. Der konnte zwar sprechen,
aber er sprach nur zusammenhangslose Worte. Die Götter versuchten es mit Menschen aus Holz. Diese sprachen zwar und vermehrten sich, aber sie vergaßen, den Göttern zu danken. Die Götter schickten eine Flut, um die Holzmenschen loszuwerden. Doch diese konnten sich auf Bäume retten. Als die Flut endlich sank, vergaßen die Holzmenschen wieder hinunterzuklettern. Noch heute leben sie dort als Affen. Noch einen letzten Versuch wollten die Götter wagen. Sie sammelten Maiskörner, malten diese zu Mehl und mischten es mit Wasser. Daraus formten sie vier Menschen. Und da der Mais verschiedene Farben haben kann, zum Beispiel weiß, gelb, rot oder braun, entstanden Menschen mit verschiedenen Hautfarben. Mit den Maismenschen waren die Götter nun zufrieden, denn sie lernten schnell, dass sie Götter verehren und ihnen danken sollen. Aus dem heiligen Buch der Maya. Wegen dem Schöpfungsmythos hat der Mais für die indigene Bevölkerung Guatemalas eine wichtige spirituelle Bedeutung. Parallelen zum biblischen Schöpfungsbericht und zur Urgeschichte mit der Sintflut sind offensichtlich. Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit ist, wir sind von den Göttern, von Gott geschaffen. Wir sind ein Teil von dieser Erde. Wir sind laut Bibel Erdling, laut den Mayas Maismenschen. Wir singen das nächste Lied im Kirchengesangsbuch 596, weit wie das Meer.
Miguelito, sein Vater, der Pedro, ist vor ihnen daheim. Er arbeitet beim Don Alfredo, einem Grossgrundbesitzer. Der wohnt am Fuß von diesen Hügel, wo der Miguelito drauf wohnt. Auf dem Don Alfredos Grundstück hat es riesengroße Maisfelder und die brauchen Unmengen von Wasser. Darum hat der Don Alfredo tiefe Brunnen graben. Seither hat er das ganze Jahr genug Wasser. Aber der Bach führt im Sommer leider häufig gar kein Wasser mehr. Dabei sind die Kleinbauern darauf angewiesen. Für die Ernte hat Don Alfredo Maschinen. Die sind grösser als Miguelito und seiner Familie sein Haus. Mähdrescher heissen die. Der Pedro hat Tortillas gemacht und Bohnenmus aufgewärmt. Der Miguelito und die Anna greifen zu. Der Rückmarsch rauf zum Hof hat Hunger gemacht. Bevor der Miguelito ins Bett geht, darf er mit seinen Eltern in die Saatkammer, die hinter dem Geissenstall ist. Dort gibt es verschiedene Maissorten. Und der Miguelito darf sich jetzt schon auslesen, welchen Mais das er im nächsten Jahr möchte abpflanzen. Auf den Holzbrettern stehen etwa 12 Gläser mit weissen, gelben, blauen, rote und schwarze Körner. Manchmal bringen die Nachbarn Körner mit und tauschen mit diesen Körnern von Pedro und der Anna. Das war schon immer so gewesen. Einmal hat der Vater erzählt, dass die Regierung verbieten wollte, dass sie eigenes Saatgut anpflanzen können und Saatgut untereinander austauschen. Jedes Jahr hätten sie ein neues Saatgut kaufen, so wie der Don Alfredo das schon immer macht. Zu ihm kommen jedes Jahr im Frühling grosse Lastwagen. Die sind beladen mit grossen Maissäcken und Kanistern. Mit der Flüssigkeit in diesen Kanistern muss der Pedro mit den anderen Landarbeitern die jungen Maispflanzen besprühen. An diesen Tagen hat Pedro immer rote Augen und eine rote Haut. Der Miguelito schaut die Körner in den Glasgläser an. Sollte er echt nächstes Jahr blaue Maiskörner anpflanzen? Auf alle Fälle ist er froh, dass sie weiterhin ihr eigenes Saatgut anpflanzen können. Hat man ihnen das verboten, könnte er seinen Traum aufgeben, ein berühmter Maiszüchter zu werden. Wir hören jetzt ein Wort aus der Bibel. Psalm 24, 1 bis 5. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und die ihn bewohnen. Denn er ist es, der sie auf Meeren gegründet, über Strömen fest errichtet hat. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer an seine heilige Stätte treten? Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, wer nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seiner Hilfe. In dem Psalm steht geschrieben, dass die Erde mit all ihrem Zubehör nicht uns gehört. Die Erde gehört Gott. Er hat sie als Lebensraum geschaffen, für alle Pflanzen, Tiere und für uns. Wir sind Gäste auf dieser Erde. Wenn ich als Gast bei jemandem daheim bin, verhalte ich mich auch den Gegebenheiten angepasst. Ich bediene mich nicht einfach aus dem Kühlschrank und nehme mir das, was ich will.
sondern ich sollte dankbar sein für das, was ich bekomme. Aber genau das machen wir. Wir bedienen uns an Gottes Schöpfung, ohne zu fragen und ohne zu danken. Wir sehen hier vorne in der Dekoration Mais. Wenn wir im Laden Mais kaufen, dann denken wir vielleicht an eine Bäuerin oder einen Bauer, der den Mais mit seinem eigenen Saatgut pflanzt, später erntet und dann verkauft. Das wäre eigentlich der übliche Weg. In Ländern wie Afrika, Lateinamerika und Asien gibt es Familien, die sie Generationen von Hand anbauen. Sie wissen ganz genau, wie Saatgut zu gewinnen ist. Das Wissen ist ihr Kapital. Ganze Generationen können dank dem Wissen leben. Sie zeigen durch ihre vielfältige und ökologische Landwirtschaft, wie wir als Gast auf dieser Erde etwas nehmen, aber auch gleichzeitig etwas zurückgeben können. Und die Ernte hat bis jetzt noch immer für alle gelangt. Und jetzt kommen die Saatgutkonzerne und die Freihandelsabkommen ins Spiel. Die verändern die Spielregeln. Sie verlangen strikt Saatgut- und Sortenschutzgesetz, um ihr Hochleistungssaatgut zu verbreiten. Der bäuerlichen Familie wird verboten, Saatgut aus ihren eigenen Ernten, die sie wieder zu verwenden, zu tauschen oder zu verkaufen. Was seit Jahrhunderten funktioniert hat, wird verboten. Nur ein kleines Beispiel. Im 2012 hat die kolumbianische Regierung 70 Tonnen Reis öffentlich zerstören lassen, weil dadurch die damals neu verabschiedeten Saatgutgesetze verletzt worden sind. 70 Tonnen Lebensmittel, die man hätte essen können. Verrückt, nicht? Und dabei wird es ja funktionieren. In der Bibel, in Genesis, steht: Seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Gott gibt uns zum Leben, was wir brauchen. Aber Gier von einigen wenigen führt dazu, dass solche Gesetze erlassen werden, die den natürlichen Anbau plötzlich verhindern. Wir enteignen damit Gott. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen krass formuliert, aber es hat etwas Wahres. Der Psalmschreiber von Psalm 24, den ich vorher zitiert habe, zeigt grosse Achtung vor Gott, der alles geschaffen hat und uns den Auftrag gegeben hat, das zu bewahren. Und mit dieser Achtung sollen wir auch heute mit der Schöpfung umgehen. Es sollte nicht darum gehen, dass grosse Konzerne riesige Umsätze auf Kosten der Bäuerinnen und Bauern machen. Es sollte nicht darum gehen, dass Eingewohnungssaatgut plötzlich verboten wird. Mit der Achtung und Demut gegenüber der Schöpfung muss sich auch unser Handeln verändern. Aufs Tun kommt es an und auf unsere Gesinnung. Das Tun und das Bemühen sollen sich immer am biblischen Wohl der Armen orientieren. Fastenopfer und Brot für alle setzen sich dafür ein. Gemeinsam fordern sie eine Agrarpolitik, die die Rechte der Bauern und Bäuerinnen respektiert. Wir können selber etwas dafür tun, indem wir beispielsweise die beiden Hilfswerke in ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Setzen wir uns ein für eine Welt, die sich wieder vermehrt an Gott wendet und dankbar ist für das, was er uns geschenkt hat. Amen. Thank you.
Der Miguelito ist aufgeregt. Josito mit seinen Eltern im Gemeinschaftshaus ist angekommen. Alle Kleinbauern aus der Gegend haben sich versammelt. Zuerst wird diskutiert. Das mal über die Frage, was man machen müsse, dass der Don Alfredo nicht immer mehr Kaffeepflanzen anbaut auf den Hängen der Hügel. Weil die gehören eigentlich den Kleinbauern. Nur verlangt der Don Alfredo jetzt Beweis. Der Miguelito schließt sich mit den anderen Kindern raus zum Spielen. Später gibt es die Nacht. Nach den ersten Diskussionen wird viel gelacht. An den Tischen werden Neuigkeiten austauscht. Es gibt Reis, es gibt Bulle und schwarze Bohnen aus grossen Töpfen. Dazu gibt es Orchata, ein Reisgetränk, das fest gesüßt ist und mit Zimt gewürzt. Der Miguelito ist aufgeregt. Alle haben sich nochmal im Kreis versammelt, weil jetzt ist die grosse Wahl vom schönsten Maiskolben. Auch der Miguelito hat vor ein paar Tagen der Jury einen Maiskolben gebracht. Natürlich aus seinem eigenen Garten. Ein Miguelito, seine Lehrerin, Teil der Jury. Feierlich verkündet sie, der schönste Maiskolben in diesem Jahr ist bunt. Und zwar nicht nur klein bunt, sondern kunterbunt. Jedes Korn leuchtet in einer anderen Farbe. So wie die Glasperlen, die man auf dem Markt kaufen kann. Der Bub, der diesen Maiskolben angepflanzt hat, der hat keinen grünen Daumen. Nein, sein Daumen ist bunt. Die Lehrerin nimmt den farbigen Maiskolben aus dem Korb, hält ihn in die Höhe und sagt, der diesjährige Gewinner vom schönsten Maiskolben ist der Miguelito mit dem bunten Daumen. Alle klatschend und gratulierend. Dann spielt die Musik und die Leute fangen an zu tanzen. Miguelito tönt zuerst von ganz weit und dann direkt an seinem Ohr. Aufwachen, sagt seine Mutter und streicht ihm sanft über das Haar. Im ersten Moment ist der Miguelito schon ein bisschen enttäuscht, dass er die Wahl, den Gewinn vom schönsten Maiskolben, nur geträumt hat. Aber als er nach dem Morgen den Hügel aber rennt zum Schulbus, da wird sein Traum Stück für Stück zum Lebensziel. Kunterbunte Mais möchte er züchten. So bunt, dass die Leute auf dem Hügel ihn irgendwann werden nennen, der Miguel mit dem bunten Daumen. Amen. Wir singen das Glaubensbekenntnis, das Lied I1, Ich glaube an den Vater. Thank you.
kommen zu den Fürbitten. Zwischen den einzelnen Fürbitten singen wir einmal den Liebvers bei K8, Kyrie Eleison. Wir singen den zuerst einmal. Wir bitten dich für die Menschen, die sich um unsere Ernährung kümmern. Gott, Hüterin der Welt, wir bitten dich für die Frauen und Männer, die Sorge tragen zu ihrem Land, zu ihren Tieren, ihrem Saatgut. Gott, Spenderin der Freude, wir bitten dich für die Ausgelassenen, lass sie in ihrer Fröhlichkeit Verantwortung tragen für die Welt. Hoffnungslosen, die Land und Existenz verloren haben an hiesige Großkonzerne. Gott, Wächterin der Zukunft, wir bitten dich für die Achtsamen, dass sie gehört werden in unserer lauteren Welt. So wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen die Mitteilung von Seelisdorf bekannt geben. Am Samstag, am 21. März, ist die Rosenaktion. Dann wird vor dem Spar im Dorf werden Rosen verkauft für den guten Zweck. Am Sonntag ist dann am 10. Uhr im Dorf Gottesdienst. Es ist ein besonderer Gottesdienst mit Perlen vom Glauben. Der meditative Gottesdienst wird zusammen mit dem Pfarrer Andreas Anderfuhr mit den Konfirmanden gestaltet. Dann gibt es noch eine kleine Vorausschau. Am Dienstag, am 24. März, ist am 7. am Abend ein frühlinghafter Liederabend. Wegen dem Virus können wir im Moment weniger Besuch machen. Sie dürfen sich aber gerne beim Pfarramt melden, wenn Sie einen Besuch wünschen. Wir können Sie noch so gerne besuchen. Zu den Mitteilungen von der katholischen Pfarrei. Wegen der Massnahmen, wegen dem Virus, findet folgende Angebote nicht statt. Der Kleinkindergottesdienst, der ökumenische Schülergottesdienst und der Ausflug ins Sinorama der Erstkommunikanten fällt leider aus. Am kommenden Sonntag findet am 10. ein Eucharistiefeier in der katholischen Kirche Schiers statt. Falls das mit dem Livestreaming geklappt hat,
probieren wir das auch nächsten Sonntag wieder. Falls jemand Hilfe oder Unterstützung braucht, sei das jetzt zum Einkaufen, in der Kinderbetreuung oder sonst auch immer, dürfen Sie sich jederzeit hier im Pfarramt melden. Wir sind für Sie da. Zu den Kollekten. Das Fastenopfer setzt sich für ein Leben in Fülle ein. Einem würdigen Leben gehört auch das tägliche Brot. Weltweit werden 70% der Nahrungsmittel von den Kleinbäuerinnen und Bauern produziert. Sie sind angewiesen auf ihr Saatgut. Eigenes Saatgut bietet ihnen Schutz vor Hunger und Not. Denn das ist lokal angepasst und kostet auch die Familie kaum etwas. Fastenopfer setzt sich in ihrem Programm dafür ein, dass Menschen sich zusammenschliessen und gemeinsam lokal angepasste landwirtschaftliche Methoden fördern. So können die Wege aus Armut und Hunger hin zu einer besseren Zukunft gefunden werden. Mit ihrer Spende stärken und unterstützen sie die Dorfgemeinschaft oder Bauernorganisationen dabei, ihre landwirtschaftliche Produktion und den Zugang zu eigenem Saatgut zu verbessern. Im Namen der benachteiligten Menschen im Süden danken wir Ihnen für Ihren grosszügigen Beitrag. Sie können auch mit dem Einzahlungsschein, der im Fastenkalender an alle verschickt worden ist, Ihre Spende direkt an Fastenopfer überweisen. Zum Schluss singen wir das Lied «Herr, wir bitten, komm und segne uns». Ich möchte uns noch ganz herzlich bedanken beim
Jimmy und beim Loris Zanolari und der Evelyn Hess für die musikalische Begleitung. Wir haben es ja schon in den Nachrichten gesehen, in der heutigen Zeit kann Musik viel Kraft spenden und Hoffnung. Danke für eure Lieder und Texte. Danke möchte ich auch dir, Lia, für das zusammen vorbereiten und durchführen. Danke dir. Wir könnten zum Segen. Beten wir für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Für alle, die Angst haben vor einer Infektion. Für alle, die sich nicht frei bewegen können. Für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen. Dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.